Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. In einigen Videos hatte ich erwähnt, dass ich seit Jahren regelmäßig Kräftigungsübungen für den Körper praktiziere. Und da kam immer mal die Nachfrage, kannst du mal solche Übungen in einem Video zeigen? Und im heutigen Video zeige ich euch meine absolute Lieblingsübung, den sogenannten Unterarmstütz, wird im Englischen auch als Plank bezeichnet. Und Plank bedeutet so viel wie Brett. Und in dieser Übung, das ist eine sehr einfache, aber sehr effektive Übung, geht es darum, eine maximale Körperspannung, vor allem in der Körpermitte, aufzubauen, um damit den ganzen Körper zu stärken, vor allem den Rücken, den Bauch, die Taille, den Po und die Beine. Es gibt verschiedene Plank-Varianten. In diesem Video zeige ich euch so die Basisform. In einem anderen Video werde ich euch noch ein paar andere Plank-Varianten vorstellen. Wenn ich diese Übung durchführe, höre ich auch immer Musik. Ich habe in den letzten Jahren zu meinen Kräftigungsübungen verschiedenste Musik gehört, Pop, Rock, Dance, aber am besten kann ich meine Übung durchführen mit epischer Musik. Da kann ich meine Energie, meine Kraft immer am besten bündeln. Deswegen werde ich jetzt auch während dieser Übung Musik hören. Ihr seht diese Übung, wie ich sie durchführe, und ich werde dann sozusagen aus dem Off erklären, wie man diese Übung durchführt und noch einige nützliche Informationen dazu geben. Los geht's. Wir befinden uns ja hier gerade noch aus Sardinien. Ich werde diese Übung jetzt hier im Garten auf der Wiese durchführen. Ich habe mir eine bisschen dickere Unterlage auf die Wiese gelegt. Die Wiese ist noch ein bisschen feucht, und darüber mein Reisehandtuch gelegt. Ein Hammamtuch, ein ganz, ganz tolles Tuch, was ich gerne auf Reisen mitnehme für den Strand oder eben auch für meine Übungen. Wer sich für dieses Hammamtuch aus 100% Baumwolle interessiert, dem verlinke ich es unten. Zu Hause habe ich eine Yogamatte aus Naturkautschuk und Kork. Das blende ich euch auch mal jetzt ein. Darauf mache ich meine ganzen Kräftigungsübungen zu Hause in der Wohnung. Das ist meine Sportmatte aus Naturkautschuk und Kork, die ich gerne für meine Kräftigungsübungen verwende. Wir sind hier gerade in unserem Wohnraum. Da besteht der Boden auch aus Kork. Ein sehr angenehmes Gefühl. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen näher an die Matte heran. Also hier unten, das ist Naturkautschuk und das ist dieser Kork. Und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl, darauf verschiedene Übungen zu praktizieren. Wer sich für diese Matte interessiert, der findet unten in der Infobox einen Link. Diesen Unterarmstütz werde ich jetzt 2 Minuten durchführen. Meine Maximalzeit ist bis jetzt 2,20, also die einfache Variante. Meistens mache ich verschiedene Plank-Varianten hintereinander und das circa 8 Minuten. Also jetzt gibt es erstmal 2 Minuten Plank, und wie schon erwähnt habe, werde ich dazu auch etwas epische Musik hören. Bei dieser Übung halte ich mich mit den Unterarmen auf dem Boden. Die Beine sind ausgestreckt, der Körper bildet eine gerade Linie. Meine Ellenbogen befinden sich genau unter den Schultern und mein Blick ist nach unten gerichtet. Wichtig bei dieser Übung, den ganzen Körper, vor allem die Körpermitte, anspannen. Auf die Zehenspitzen stellen und das Becken anheben und dabei auf einen geraden Rücken achten. Der Körper sollte starr wie ein Brett gespannt sein. Ganz wichtig bei dieser Übung, regelmäßig atmen und die Haltung kontrollieren und gegebenenfalls die Haltung korrigieren. Der Rücken sollte auf keinen Fall durchhängen. Bei dieser Übung werden vor allem Rücken, Bauch und Taille trainiert. Die Übung sieht erstmal einfach aus, aber sie hat es in sich. Menschen mit leichtem Gewicht fallen Planks leichter, weil man mit seinen Armen und Rücken- und Bauchmuskeln das ganze Körpergewicht tragen muss. Bei dieser Übung werden mehrere Muskeln trainiert, Schultermuskeln, Brustmuskeln, Bauchmuskeln, Oberschenkelmuskeln und Schienbeinmuskeln, und das alles mit einer einzigen Übung. Diese Übung, Planks, kann man über mehrere Wochen trainieren. Am ersten Tag oder in den ersten Tagen beginnt man mit ein paar Sekunden, 10 bis 20 Sekunden, kann das mehrmals wiederholen und dann langsam steigern. Zwischendrin immer Ruhetage einhalten, damit sich die Muskeln wieder regenerieren können. Mit Übung und Disziplin kann man bei dieser Sportübung sehr viel erreichen. Es ist wirklich sehr viel möglich. Der Weltrekord im Planking liegt übrigens bei 8 Stunden und 1 Minute. Ich möchte nochmal betonen, die Übung nicht durchführen, wenn ihr müde oder niedergeschlagen seid, da ihr in diesem Zustand die Muskulatur nicht maximal anspannen könnt und es zu eventuellen Verletzungen kommen kann. Wenn ihr diese Übung durchführt, hört auf euren Körper. Wenn stechende Schmerzen auftreten, dann stoppen und erstmal pausieren. Diese Übung am besten barfuß
oder mit Schuhen durchführen. Mit Socken könnt ihr leichter wegrutschen. Am besten auf den Boden schauen, damit haltet ihr die Wirbelsäule gerade. Den ganzen Körper anspannen, dadurch sackt ihr nicht durch die Schultern ab. Auf keinen Fall das Atmen stoppen, ruhig und rhythmisch atmen. Das war meine Lieblingskräftigungsübung für euch. Was ich noch ganz vergessen habe zu erwähnen, ich gehe niemals kalt in diese Übung. Also ich erwärme mich vorher und wenn ich nicht joggen, laufen oder Radfahren oder andere Tätigkeiten machen kann, dann praktiziere ich einfach ganz simple Hampelmänner, 50 bis 100 Stück, dann bin ich schön warm und dann mache ich diese Übung. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video inspirieren. Lasst mir gern Feedback unter diesem Video. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, eure Silke.